Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19, irgendwo in Thüringen, Version 3.001. Ich bin jetzt bei und bereite die Seemaschinen vor für später halt. Ne? Aktuell ist alles fertig. Es wird noch ein bisschen gespritzt auf Feld Nummer 49 mit Pumpkraftbekämpfungsmittel. Und ja, und dann sehen wir weiter, ne? Ich wollte noch zum Händler fahren und mir da so einen kleinen Anhänger kaufen, für damit wir den Fendt hinschicken. Denn der Fendt ist nämlich eigentlich schnell, oder den, ja, das ist ungünstig, ne? Was für Ferguson brauche ich jetzt? Und der fährt eine 53, ne? Den Fendt, ja gut, dann umrüsten auf Pflege, normale Bereifung. Dann checken wir den auf zum Händler. Der Pflege, das ist bloß eine normale Bereifung. Die Flügel ist ja fertig. Und so ein Fendt kann ja immerhin 60 km/h fahren. Vielleicht 62 oder so, und die anderen sind dann nur 53 fahren. Das wäre ja nur umrüsten. Reparieren brauchen wir nicht, das ist wohl heilig. So. Konfigurieren. Wir nehmen Breitreifen. Radgewichte, Standard. Reicht dann aus. Ja. Da fällt das Gewicht runter. So. Ist, glaube ich, ein Standard-Fan. Wenn ich austauscht. 10,50. Und wir werden ihn mal losschicken. Vorne. Weil der eine ist ja noch im Weg. Muss mal ganz kurz einstellen, den Händler. Oder Shop, ne? Und wie liegt das? Ja, Outdrive ist neu. Ist eine Release-Version. Hatte ich gestern schon erzählt. Gibt wohl einige Verbesserung, Fehler fix, ne? Aber so genau, ich glaube, dieser Ordner ist anders geworden. Globaler Markt gibt es auch. Müsst ihr mal schauen. Denn das interessiert mich, was da nun. Kann man den Acker ausnahmsweise ja aktuell weiß ich nicht, wo ich gerade zum Gerät lassen soll. Sehe gerade so, man könnte dann eine Halle reinfahren, die zwei Stück theoretisch. Hier könnten noch zwei stehen, schräge. Den Koffer könnte man auch schräge hinstellen irgendwie. So. Ich muss ja mal sehen, wo ich gerade mit Dingern lassen. Das ist ja gerade schon viel. Wir haben dann keinen Platz für neue Geräte, ne? Ich glaube gerade eine Hänge. Oder will einen kaufen. So einen kleinen normalen Wendigen, kann man sagen, ne? So, den müssen wir auch reparieren. Haben Traktor und tacken können wir den auch mal. Der ist ja auch schon. Da könnten wir zwei reinstellen von beiden Seiten, ne? Da wollte ich erst reinfahren, das ist echt zu. Da brauchen wir so lange für. Dann
die Zeit haben wir doch nicht. Ich wollte hier im Grunde keine Wiese mehr, sondern zum Gebäude bauen, benutzen, ne? Aber Hof 1 ist hier auch ein bisschen verbaut. Ich wollte noch Stroh reinfahren bei der Futtermischanlage. Das wollte ich tun. Repariert habe ich ihn. Achso, umrüsten, geht meist weg. Jo. Also das frühe Aufstehen und schlaucht mir ganz schön. Das ist blöde bei der Frühschicht. Eins Gute war das pünktlich Feierabend, ne? Ich bin gestern weit nach einer Werkstatt gewesen mit dem Auto. Musste ja mein TÜV fahren, mein Pickel. Und nennt sich hier so in Österreich für TÜV. Jedes Jahr muss gemacht werden. Und ich brauchte Winterreifen. Also aufziehen lassen. Das war. Schau mal Händler nach. So ein schönes Rahmen an. Das ist nicht der Menü. Und zwar Anhänger. Das muss ein Anhänger sein, den ich gut missfahren kann, ohne dass ich viel rangieren muss. Ne? Guck mal durch, was wir alles Schönes haben. Doch noch einiges, ne? Kick an, so viel habe ich. Aber so eine großen wollte ich nicht nehmen. So eine mit Deichsel auch nicht. Rückwärts fahren ist ungünstig. Kleine. Kartoffeln. Wollt ihr Mist fahren, ne? Mist fahren ist die Felgenfarbe. So, rote Designerfarbe war das gewesen, bestimmt für auch Mist. Ach, für Kartoffeln, ach. Ja gut, das leuchtet mir ein, ne? Wegen reinwerfen. Kann ich zwar so nicht, aber kann nicht schaden, ne? Aber der sollte Mist sein. Denn die Kühe bringen was zusammen, ne? So, ist er unterwegs da oder schon nicht da? Tierfutter, da brauchen wir nicht hin. Wir unser Futter sowieso. Ja, genau, Futter. Ich weiß nicht, wo er fahren könnte. Hier, Ballenpressen wollte ich noch. Kurs gespeichert. Nee, braucht er nicht, ist fertig. Da ist ein Ball umgefahren. Dann noch mal Gelegenheit die Ballen holen und düngen. Naja, so nach und nach. Wie guckt der daher? Von da oben. Kick an. So eine runtergefallen. Ha! Ich war so froh, so stolz, dass sie nicht runterrollen. Ja, gut, bei den starken Gefälle kann schon sein, ne? Ui. Also heute werden, glaube ich, keine sinnvollen. Ja, normalerweise mache ich am Wochenende Aufnahmen. Aber da ich am Wochenende was anderes machen möchte, dann hätte ich das ganz gerne in der Woche abgeschlossen. Hauptsache, er lässt mich das Wochenende nicht im Stich. Ja,
keine Zeit hat oder nicht spielen darf, kann er sich trotzdem melden, ne? Das ist das Minimum, was ich dann erwarte, ne? So, hatte ich oben noch Platz? Ja, schlecht aus. Das sind meine Grasballen feucht, ne? Die müssen noch zu zelieren. Ich glaube, eine Wahlpresse reicht mir. Ich habe hier in der Halle noch ein paar Dinge drin. Ein paar Ballen. Gekaufte Ballen. Dann werden wir Stroh holen. Gut, den Traktor mit ran. Erstmal. Schon bald noch ein zweiter. Milch verkaufen, das war auch noch so eine Aktion. Die Fahrt war der Zug. Der müsste auch noch weg. Zumindest dicht daran, ne, an der Wand. Denn so wie er stand, gibt es Probleme. Und das möchte ich nie haben. So, hängen wir aus. Das wollte ich deaktivieren. Ja, daran denke ich auch nicht mehr nach, ne? Oder daran. Aber wir haben noch Ballenfressen. Oh je. Den eine reicht doch. Gut. Wir haben noch drei da. So, Düngerfahrzeug, Dünger, die Wiese. Wo ist der LKW? Der LKW ist da hinten, ne? Das ist jetzt hier der PKW. Das ist der LKW für Unkraut. Eben putzen. Also unsere Mastwände. Heißt, das sind unsere männlichen Tiere. Hey. Juckt Ohr. Mal durchschalten. Holz. Den wollte ich mähen. Sobald die geht. Befürchtet, dass er irgendwo rumsteht, der andere. Aber wo? Die wollen die Ballen holen. Und bei Gelegenheit mal Mist fahren. Das ist so viel Arbeit. Wenn ich hinter dem Fahrzeug runter, das ist mir ungünstig. Dauer. Kann sein, dass er irgendwo steht und nicht weiterkommt, das ist möglich. Blocking. Ist der fertig? Ah, der ist fertig, okay. Dann ist, kann ich ihn mal leiern lassen. Dann ist er, erledigt. Können wir stehen lassen. Ja, wo könnte er sein?
Unser Mistfahrzeug ist da. Ach, der Fett ist da. Okay. Ich würde sagen, unser Mistanhänger ist da. Aber der ist da geparkt. Okay. Dann ich will ja auch den. Gut, der Fan macht das nicht. Der hat nicht bekommen. Aber der Startzaun ist genau gleich wie der andere. Hat aber mit Outreif und kurze Probleme gehabt. So. Alles klar, das soll es auch schon vor dir gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Ja. Quasi die Lagerbahn fahren. Der Holz, das wird voll mit nichts. Das wird nichts vorläufig. Aber halt alle anderen Arbeiten hier anfallen. Die wichtigen und unwichtigen halt nicht. Nee. Aber halt die gemacht werden müssen. Ja, tschüss. So, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen.